Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. So, meine Lieben, wir gehen ins Krankenhaus und ich weiß gar nicht, warum unsere Kutschfahrten nicht mehr kommen. Habe ich die irgendwie ausgestellt? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das getan habe. Ich meine, man kann das ja wohl umstellen, ob man immer lieber den Ladescreen haben möchte oder eben die Kutschfahrt. Aber ich habe da nichts umgestellt, da bin ich mir ziemlich sicher. Na, wenigstens hat er diesmal nicht so lange geladen. Weil zwischendurch lädt er nämlich ganz schön lange. Da dauert das echt ewig. So, dann wollen wir noch mal schauen. Hier müssten wir richtig sein. Okay, was haben wir denn hier? Patienten kommen zur Behandlung hierher und kehren dann nach Hause zurück. Nee, ich wollte jetzt mit ihm sprechen. Dr. Watson, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, Dr. Baird. Mein Kollege und ich sind gekommen, um Mr. Byron zu sehen. Byron? Dem geht es nicht wirklich gut. Er ruht sich im hinteren Bereich auf der Fensterseite aus. Alles klar. Boah, dann gehen wir doch mal hin, ne? Hinterer Bereich, Fensterseite. Ich denke nicht, dass wir hier sonst irgendwie was sehen sollten, können, tun. Also... Das ist ja ein Krankenhaus. Die haben hier bestimmt jetzt keine großen Geheimnisse oder sowas. Wenn, dann werden die Geheimnisse bei ihm gleich sein. Ist er das? Das ist der Falsche. Ja, das ist der Falsche. Ist er das? Mr. Byron? Noch mehr Ärzte? Ich hatte gerade eine Behandlung. Ich muss mich ausruhen, bevor ich gehe. Oh mein Gott, der sieht ja total furchtbar aus. Erkranktes Auge. Okay. Rötliche Spuren am Hals. War in Ketten. Krankheitsspuren. War in Ketten. Kann ich da lesen? Oder vielleicht doch nicht? Ne, doch, war in Ketten, habe ich da gerade gelesen. Oder vielleicht doch Krankheitsspuren. Oh, shit. Dann sind es vielleicht doch Krankheitsspuren. Ich meine, warum sollte er auch in Ketten gewesen sein? Macht ja gar keinen Sinn. Obwohl. Schon wieder. War in Ketten. Doch war in Ketten. Dann ist das obere. Sind das vielleicht auch Weinkettenspuren? Aber zweimal war in Ketten. Das ist so irgendwie merkwürdig, oder? Wahrscheinlich habe ich es jetzt eh falsch gemacht. Da müssen wir jetzt durch. Oh, hier, gelbe Fingernägel. Opiumhöhle. Opiumgeruch. Aha. Gedrängter Matsch, Spuren von Matsch und Lebensmitteln. So, eins haben wir noch. Rechter Arm fehlt, verkrüppelt. Ja, jetzt ist nur noch die Frage hier mit dem einen da. Sind das Krankheitsspuren oder sind das Kettenspuren? Das weiß ich jetzt nicht. Also das war in Ketten, das habe ich gesehen, aber... Das zählt ja dann hierfür, aber das sieht ja wirklich so aus, als wären das dieselben Spuren. Hier dieses Rote, dieses Dunkle da. Dann mache ich da jetzt auch lieber war in Ketten raus und gucke. War's richtig? Albert ist etwa 45 Jahre alt. Er ist ein Archäologe und ein ehemaliges Mitglied des Archäologie-Clubs. Die anderen Clubmitglieder glauben, dass er verstorben sei. Während der Expedition nach Südamerika erkrankte Albert und verlor dabei ein Auge.
Seinen Arm hat er vor vielen Jahren unter unbekannten Umständen verloren. Er ist drogenabhängig und besucht regelmäßig eine Opiumhöhle in der Nähe eines gedrängten Markts. Er weist Kettenspuren am Körper auf. Also war es doch richtig. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen über eine Expedition, die vor 14 Jahren stattfand. Was? Was für eine Expedition? Sie irren sich. Ich war noch nie außerhalb von London. Fotografie aus dem Club. Sind das nicht Sie auf diesem Bild aus Guatemala? Tekunuman! Dr. Baird, kommen Sie schnell! Ich fühle mich nicht wohl! Was zum Teufel ist hier los? Beruhigen Sie sich! Tut mir leid, werte Kollegen, aber es ist Zeit für Mr. Byrons Untersuchung durch Dr. Brown. Sie können hier warten. Was tun wir als nächstes, Holmes? Haben Sie denn nicht zugehört? Wir müssen warten. Aber nutzen wir die Zeit doch einfach, um uns die Sachen anzuschauen. Diese Adresse ist kaum zu lesen. Stadt für psychische Krankheiten. Mr. Bureau, Adresse Oak Street oder so, 21, da fehlt ein bisschen was. Mr. Byron, Dr. Brunt bestätigt gerne Ihren Termin am 25. November. Bitte versuchen Sie, möglichst früh am Morgen da zu sein. Dr. Bailed, Station für tropische Krankheiten. Okay. Er hat vor kurzem chinesischen Tabak gekauft. Na, das ist ja was. Mr. Byron hat einen Untersuchungstermin bei Dr. Brunt. Mhm. Hier, die Jacke. Unser Mann ist an einem Zirkus vorbeigekommen. Oh, Sie sind noch hier? Offensichtlich. Wir warten auf Mr. Byron. Ist er nicht bei Ihnen? Nein, der Gentleman ist gleich nach der Untersuchung gegangen. Er hat seine Sachen hier vergessen. Holmes, Albeit ist offensichtlich leider erwischt. Ja. Und er weiß, dass wir seine wahre Identität kennen. Schnell. Ich weiß, wie wir ihn finden. Okay, was muss ich machen? Wir könnten nochmal hier alles durchsuchen. Nur nochmal sicherheitshalber hier mit dem Blick gucken. So, aber anscheinend haben wir das geschafft. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Arbeitshaus finden. Moment. Sir Charles und Bernard Marley behaupten, dass Albert auf der Expedition nach Guatemala vor 14 Jahren gestorben sei. Doch sie haben Albert im Krankenhaus auf der Station für tropische Krankheiten getroffen. Entweder lügen die beiden Herren oder aber sie wissen nicht, dass Albert überlebt hat. Der Geruch von Rauch und Opium verrät, dass Albert vor kurzem eine Opiumhöhle besucht hat. Spuren von Matsch und Lebensmittel an den Schuhen deuten auf einen gedrängten Straßenmarkt hin. Erst kürzlich hat er chinesischen Tabak gekauft und eine Werbebroschüre für einen Zirkus in seiner Tasche legt den Schluss nahe, dass er an einem solchen vorbeigekommen sein könnte. Die unvollständige Zeile auf dem Umschlag Oak Street 21D könnte ein Teil seiner Wohnadresse sein. Okay, gut, das heißt, wir müssen nach Hause gehen und müssen auf unsere Karte schauen, um die Adresse rauszufinden. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir bestimmt hin.
So, da sind wir. Dann gucken wir doch mal eben auf die Karte. Dank der Informationen aus dem Krankenhaus kann ich jetzt herausfinden, wo sich Albeit versteckt. Ja. Jetzt muss ich hier wieder etwas suchen. Albeit war in einer Opiumhöhle, auf einem gedrängten Markt und in der Nähe eines Zirkuses. Zudem kaufte er chinesischen Tabak. Wir suchen einen Ort, in dessen Nähe alle vier Bedingungen erfüllt sind. Okay. Also wir brauchen vier Sachen. Das könnte hier sein direkt, oder? Nee, passt anscheinend nicht richtig. Das passt auch nicht. Alle vier Sachen. Nee, das passt auch nicht. Also das passt nicht anscheinend. Dann hätte er das nämlich gesagt. Ah, hier haben wir's. Jetzt brauchen wir eine Straße, die auf OOK endet. Boah, ich kann das aber ganz schlecht lesen hier gerade. Auf OOK. Ja, das sind aber ziemlich viele Straßen. Können wir bitte näher rangehen? Muss ich das irgendwie anklicken dann oder? Oder was? Eine Straße, die auf OOK endet. Ich sehe keine so eine Straße. Wenn es eine von diesen ganz kleinen ist, habe ich eh die Arschkarte, weil ich das gar nicht lesen kann. Keine Ahnung. Ich meine, das hier zum Beispiel, das kann ich gar nicht lesen, diese ganz klein. Wie ist es hiermit? Nö. Okay. Okay, Moment. Was haben wir denn da? He Street. So eine Street. So eine Street. Ich sehe keine. Echt, ich sehe das nicht. Das ist alles gerade. Kann ich da nicht näher rangehen oder so wenigstens? Lake Street. Hilfe! Ich weiß auch nicht, ob ich einfach nur drüber gehen muss oder ob ich da jetzt X drücken muss, wenn ich es dann gefunden habe. Das weiß ich halt auch nicht. Ich könnte einfach mal ganz viel X drücken und gucken, ob er irgendwo zusagt oder so. Aber wie man hier sieht. Auf Oak. Ich sehe hier gar nichts, was irgendwie dazu passen könnte. Das geht ja gar nicht. Das ist viel zu klein. Wer soll das lesen können? Da kriege ich ja nur Kopfschmerzen. Okay, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde das überspringen, oder? Weil ich kriege davon echt gerade einfach nur Kopfschmerzen, wenn ich so angestrengt versuche, diese ganz kleinen Sachen zu lesen. Das macht keinen Spaß dann. So blöd es auch ist, weil ich will eigentlich nichts überspringen, aber ich finde hier auch nichts. Von den größeren Sachen ist es anscheinend nichts. Das ist natürlich doof.
21 D. Brook Street. Ach. Watson, ich glaube, wir haben Albeit gefunden. Oh, die Brook Street. Okay, dann brauchte ich es doch nicht überspringen. Aber, oh Gott, ey, meine Augen. Es tut so weh. Oh Mann, es ist so anstrengend. So, wo ist denn jetzt die Brook Street? Hä? Brechen Sie nachts, finden Sie auf der Karte... Hä? Eine Karte von London und Umgebung. Habe ich doch jetzt gemacht. Haben Sie Albeits Haus auf der Karte schon gefunden? Ja, hab ich. Eine Karte... Wieso hat er das denn nicht markiert? Eine Karte von London und Umgebung. Könnte nützlich werden. Wieso hat er das denn jetzt nicht markiert? Ich habe das doch gemacht. Hä? Ach, da. Oh. Ich dachte schon, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Ich habe schon gedacht, ich hätte es irgendwie, keine Ahnung, irgendwas falsch gemacht. Aber ich dachte, da steht dann Brook Street auf der Karte und nicht Alberts Haus. Aber okay. Dann eben Alberts Haus. Ist sehr gut. So, oh mein Gott. Das war schon echt anstrengend, muss ich sagen. Es war verdammt anstrengend jetzt mit dieser kleinen Schrift. Ich habe mich vor allem auch irgendwie nur auf das Kleine konzentriert anscheinend. Und überhaupt nicht auf die Großen. Und dadurch habe ich jetzt irgendwie Kopfschmerzen. Aber naja, es geht gleich wieder weg. Keine Sorge. Ist gleich wieder gut. Das ist halt, ich bin halt, wie ihr ja wisst, Brillenträgerin. Ich habe sehr schlechte Augen. Und wenn dann sowas Kleines ist, dann versuche ich mich so total darauf zu konzentrieren, kneife die Augen zusammen und allem Möglichen. Und irgendwann kriege ich dann halt einfach Kopfschmerzen, weil ich kann es halt dann nicht lesen. Und selbst wenn ich die Augen zusammenkneife, kann ich es halt auch nicht besser lesen. Oder je näher ich dran gehe, es hilft halt nicht, ne? So ist das. Hilfe! Hören Sie das? Schnell, wir müssen diese Tür aufbekommen. Die Tür und das Schloss sind zu stabil, um sie mit bloßen Händen aufzubrechen. Hier, nimm so ein Schwert. Oder das. Nimm es! Okay. Und drücken, drücken, drücken. Oh Gott, Hilfe! Und drücken, drücken, drücken. Doch nicht. Hilfe! Ja, ich bin dabei, Mann. Siehst du es nicht, dass ich hier schon fast drin bin in der Tür? Immer noch nicht. Wo schlägst du denn auch hin, Holmes? So. Oh, 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 was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Hä? Ah, okay. Okay. Da ist der Tisch. Da, das sieht doch gut aus. Okay, dann erstmal vielleicht da. Hey, nein, du sollst nicht. Wieso guckt der denn da immer nach oben? Der Tisch könnte mir Deckung bieten. Ja, dann. Hopp. Wenn ich diese Seile kappe, fallen die Vorhänge und der Angreifer sieht nichts mehr. Ich muss diese Vorhänge erreichen und sie herunterlassen. Geben Sie mir Feuerschutz. Okay. Wie jetzt genau? Hä? Hä? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ach so, zielen L2. Hä? Ich ziele und drücke R2 und dann
auch scheiße. Oh, ich muss nachladen. Geben Sie mir Feuerschutz. Okay. Ich drücke. Okay, und bam. Vorsicht. Runter, weg, hinter ihnen, über ihnen. Verdammt. Mann, was soll ich denn jetzt drücken? Moment, ich muss nochmal gucken. Über ihn, genau. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Meine Güte. Alles klärchen. Da kam mal eben ein Kopf angerollt. Wer weiß, was jetzt noch kommt. Lugen. Warte, warte, da war doch gerade was. Watson, kommen Sie! Er ist hinter dem Paravent. Na toll, er ist natürlich weg. Unser Angreifer nutzte dieses Seil hier. So, und wo ist jetzt der, der um Hilfe geschrien hatte? Der muss ja eigentlich auch hier irgendwo sein, oder? Warte mal, was ist meine Aufgabe? Finden Sie mehr über Albert heraus. Und da hat der das hier alles inszeniert. Die Ruhe. Es ist vorbei. Keine Angst. Sie? Oh. Aber was machen Sie hier? Sie sind keine Ärzte, oder? Nein. Nun, nicht ganz. Wollen wir diese Charade jetzt beenden? Ihr richtiger Name ist Albie, nicht wahr? Sie waren Mitglied in Charles Yellinghams Club. Ja, war ich. Sagen Sie, was hier passiert ist. Nach Ihrem Besuch im Krankenhaus bin ich schnell wieder zurück. Ich lag auf dem Sofa dort und spürte plötzlich eine böse Präsenz im Raum. Eine böse Präsenz? Ach, vermutlich war es nur das Fieber. Fluch? Durchsuchungsbefehl? Schlüssel für Clubhaus? Fotografie aus dem Club Maya-Kalender? Ich spreche immer auf den Fluch an. Oder etwa eine lebende Statue? Ja, es war eine der Doppelstatuen. Ich sah ihren Schatten und glaubte, dass sie nach mir suchte, mich umbringen wollte. Es war so schrecklich. Wie beim Mord an Greystoke wurde die Statue lebendig, als sich das Opfer vor ihr befand. Ich muss ihr Haus untersuchen. Vielleicht gibt es Spuren. Erzählen Sie von der Expedition nach Guatemala vor 14 Jahren? Das war mein altes Leben. Was ist geschehen? Es heißt, Sie seien dort gestorben. Ich hatte ein schlimmes Fieber und wollte, dass Sie mich zurücklassen. Ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, aber wie durch ein Wunder blieb ich am Leben. Ein Auge und einen Arm verlor ich. Es dauerte lange, aber am Ende schaffte ich es wieder nach London. Weshalb der falsche Name? Damals endete meine Karriere und das Leben, das ich bis dahin gekannt hatte. Ich änderte meinen Namen, meine Adresse. Jetzt bin ich schwach und nutzlos. Einsam. Ein lebender Toter. Nicht mehr lange. Vielleicht war das ja mein Fluch. Nach und nach mein Leben auszuhauchen. Tekunumans Rache. Sie wissen, dass Greystoke umgebracht wurde, oder? Ja, und ich habe gelesen, dass es ein Speer war. Wie passend. Passend? Nun, er betrieb Archäologie fast wie einen Sport. Immer auf der Jagd nach Adrenalin.
wie viel Adrenalin wohl im Spiel war während er starb. Als Beute. Und wer war dann wohl der Jäger? Tekunuman? Wer auch immer. Für mich geht es sowieso bald zu Ende. Okay, dann schaue ich mich mal um hier. Hier stand eine Statue, die jetzt weg ist. Das Befestigungseisen ist kaputt. Die Fläche ist beschädigt. Merkwürdig, wie soll das funktionieren mit den Statuen? Ich guck mal weiter. Vielleicht sollten wir uns auch gleich unten die Pfeile vielleicht mal einmal angucken. Aber ich gucke erstmal hier oben alles ab. Genau, das ist eine gute Idee. Und dann werde ich auch erstmal noch einen Cut machen. Mal wieder habe ich die Zeit vergessen. Wir sehen uns dann in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.